Guten Abend Hamburg, hallo Rest der Welt. Herzlich willkommen am Montagabend um 21 Uhr zu einer neuen Folge von Was Kunst Du? Denn das ist hier die Frage, die ich normalerweise immer an Künstler richte, die hier bei mir auftreten. Heute aber einmal etwas ganz Besonderes, eine Künstlerin, die von sich sagt, ich bin keine Künstlerin. Na toll. Die Dame heißt Ursula Regina Stolzenbach-Räke. Da regle ich mich zur Decke und frage mich, was will uns diese Künstlerin sagen? Fragen wir sie. Hier ist Tulli Stolzenbach. Ja. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend, Cosmo. Jetzt erzähl mir mal. Du sagst erstens, du nennst dich Tulli? Tulli, das kommt von Tulipan, die Abkürzung. Das ist ein Kosename. Ein Kosename von wahrscheinlich deinem lieben Mann? Ja. Richtig. Das heißt, wenn der Kosenamen gibt, der mag dich. Wie lange kennst du den schon? 20 Jahre. So lange seid ihr zusammen? Ja. Wie lange müsst ihr noch? Oh, hoffentlich noch lang. Ja, das hoffen wir mit dir. Sag mal, sieht dein Mann dich als Künstlerin? Ich glaube nicht. Sondern? Ich glaube, er weiß, dass es ein Hobby von mir ist, eine Liebhaberei, die ich seit vielen, vielen Jahren mache. Aber ich möchte diesen Ausdruck Künstlerin für mich nicht verwenden. Warum? Weil ich finde, dieser Ausdruck wird inflationär gehandelt heutzutage. Wir haben heute überall Künstler. Ich weiß, es gibt den Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Den kann man dahingestellt sein lassen. Das natürlich. Haben so Leute wie Beuys und Cosmo Dumont gesagt. Ja, ja, aber der Beuys hat das ja aus dem, also das wird ja aus dem Zusammenhang gerissen, denn Beuys hat das ja ganz anders gemeint. Der hat das ja als soziale Plastik gesehen, dass er gesagt hat, die Schöpfungskraft, die Kreativität, die soll man in die Gesellschaft einbringen. Und das ist eine große soziale Plastik. Das heißt, das wird auch inflationär gehandelt, dieser Satz. Die ganzen Malkreise und Künstlerkreise benutzen den als Legitimation. Was gibt es gegen die Inflation zu sagen? Wie bitte? Was gibt es denn gegen die Inflation als solches zu sagen? Ich finde das traurig, dass Menschen, die ganz lange studiert haben, die viel gelernt haben, die auch ihr Geld damit verdienen müssen, die es als Beruf betreiben, Künstler sind und, ich sage es jetzt mal, ohne jemanden nachtreten zu wollen, eine Hausfrau aus der Küche ein paar Bilder gemalt hat, die meiner Ansicht nach ganz schrecklich sind, aber die wird auch als Künstlerin bezeichnet. Da ist dann das Wochenblatt und sagt hier, die Künstlerin stellt aus. Ich wehre mich dagegen, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht auf diese Schiene. Verzeihung, da möchte ich gerne widersprechen. Ja. Da. Und zwar denke ich, dass der Vorgang des künstlerischen Prozesses, der entsteht sowohl bei einer Hausfrau, ist ja genauso gegeben wie bei einem Künstler, der vielleicht einige Jahre studiert hat. Aber es ist, wo ist da die Grenze zu ziehen? Also ich denke, dass eigentlich, ich will mich jetzt nicht an Herrn Beuys Spruch dranhängen, aber es ist so, dass ein Prozess, etwas zu sehen, das, was man fühlt, umzusetzen in eine Arbeit, ist durchaus ein künstlerischer Prozess und verdient dann auch, dann verdient diese Person auch als Künstler oder Künstlerin bezeichnet zu werden. Nur es ist einfach, ich glaube, dass der Markt, der regelt da einiges und er sagt, das ist Kunst und das wird dann auch sehr elitär behandelt, landet dann in den Galerien, dann drüber in die Museen und was bleibt zum Schluss? Große, aufgeblasene Hunde von Jeff Koons und ähnliches. Also da muss man das, denn als Kunst, gut, das ist nicht unser Thema, aber ist das dann wirklich auch ein Künstler? Das ist es richtig, was du sagst, dass der Betrachter das im Grunde bestimmt? Das heißt, die Einigung, die Galeristen, die bestimmen, ob das ein Künstler ist oder nicht. Mhm. Muss das jetzt auch das Käseblatt aus Neuenkirchen bestimmen und schreibt rein, morgen stellt die Künstlerin Ursula Stolzenbach ihre Bilder aus. Ich wehre mich dagegen, ich bin keine. Ich lerne immer wieder neu dazu. Ich mache das Ganze seit vielen Jahren und habe trotzdem immer das Gefühl, es ist nichts als ein Hobby. Naja, gut, das haben wir ja im Sport auch so. Also es gibt die Fußballspieler, die im Dorf irgendwo kicken, so ein bisschen auf dem Bolzplatz. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die Millionen verdienen, die um Weltmeisterschaften und ähnliches spielen, riesige Weltstars sind, in der Wirtschaft wahnsinnig was bewegen, weil sie für irgendeinen großen Ausstatter Werbeverträge haben, wo wirklich Hunderte von Millionen teilweise im Spiel sind.
oder gar im Milliardenbereich. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber trotzdem sind es Fußballspieler. Es fiel eben gerade das Stichwort Hobby. Ja. Und da würde ich ganz gerne drauf eingehen. Mhm. Ich denke, die größten Hobbyisten sind Künstler. Die gehen ihrer Neigung nach. Und ein Hobby ist ja etwas, was die Neigung entspricht. Und man beschäftigt sich mit etwas, man werkelt mit wie auch immer. Und ich denke schon, dass mit einem inflationären Begriff, das verstehe ich sehr gut. Es ist so, das wird inflationiert, nicht? Aber ich glaube, die Kunst hat eine viel größere Bandbreite erreicht, als wie früher der Fall war. Ja. Und wenn zum Beispiel, ich sag mal, ich jetzt zum Beispiel einen Kamm einfach durch die Luft werfe, was habe ich getan? Habe ich die Luft gekämmt? Mhm. Irgendwie, war das ja. Kunst? Irgendwie. Eine Kunstaktion auf jeden Fall. Korrekt. Kunst. Das ist die Frage. Also, ich muss Ihnen mal einmal vorstellen, er schoss eben gerade so hier rein und für die Zuschauer zu Hause muss natürlich ganz klar gesagt werden, das ist Spooky Wolfgang Jordan, Kunstberater von Gunter Sachs, demjenigen, der den Warhol damals groß gemacht hat, in der Milchstraßengalerie in Hamburg-Pöseldorf. Da gibt es eine neue Galerie, werden wir im nächsten Monat übrigens eine Künstlerin und Galeristin haben, die prima Galerina Eva Helena Dulitsch, die dort mit ihrer Kollegin Arzu Kattal, einer Innenarchitektin, eine wunderbare Galerie betreibt. Dazu kommen wir im nächsten Monat. Spooky Jordan wird dort ausstellen, nämlich in diesem Flair eigentlich des Gunter Sachs. Er ist der Mann, der mit Gunter Sachs viel, viel, viel getan hat und der wohl richtig Ahnung hat, kann man sagen, denn Gunter Sachs war ja nun auch bekennender Kunstsammler zumindest, Mäzen, ja, vielleicht gar ein Künstler, zumindest hat er künstlerisch gearbeitet. Wenn er sich vielleicht nicht als Künstler gesehen hat, wir können ihn leider nicht mehr fragen, Ursula können wir fragen. Also warum wehrst du dich denn nun gegen diesen Begriff? Er ist doch eigentlich mit Ehre verbunden. Das weiß ich nicht, ob das wirklich mit Ehre verbunden ist. Das ist ja eben, darum sage ich, es ist mir zu inflationär. Es ist eben keine wirkliche ehrhafte Bezeichnung mehr, weil es wirklich heute schon jeder ist. Da gab es einen Maler, der hat seinen dreijährigen Sohn mit ihm zusammen seine Bilder ausgestellt, mit dem Sohn zusammen. Ja. Die von dem dreijährigen Sohn, die sind hochgelobt worden und gekauft worden. Der Maler, ein bekannter Künstler, ich weiß den Namen leider im Moment nicht, der hat kein einziges Bild verkauft. Was ist das denn? Ist das jetzt viele Dinge. Es gibt Tiere, man hat ja Affen, ja, Elefanten, wie auch immer, das in eine Schnauze gegeben oder einen Rüssel oder die haben da irgendwie rumgewitschert. Ja. Abstrakte Kunst, nicht? Chaostheorie, Pollock und Co. Jetzt ist die Frage, wo fängt das an, wo hört das auf? Und wenn man die Entwicklung über die Jahrhunderte sieht, dann haben die Künstler ja eigentlich immer um ihr Ansehen gekämpft. Jetzt, wo es vielleicht einfacher wäre. Jetzt wird es so inflationär gehandelt, dass die da mal drum gekämpft haben, schon gar keine mehr sind. Weil die Hausfrau von nebenan, Frau Meier-Müller-Schulze, auch eine Künstlerin ist. Ja, gut, die Frage ist, ob jetzt der Begriff Künstler als Qualitätssiegel gesehen werden soll. Ja. Oder für ob mich man schon sagt, na ja, es ist im Grunde genommen eine allgemeine Bezeichnung. Ja, Diplomkünstler wäre jetzt vielleicht die Voraussetzung, dass man ein Diplom hat. Studierter Künstler. Man könnte vielleicht Kunstmeisterschaften durchführen und sagen, es gibt dann den Kunstweltmeister und den deutschen Meister, den Europameister, den Hamburger Meister und so weiter. Ja klar, kann man machen. Dann könnte man sagen, lassen sich daraus eventuell Wertmaßstäbe im Bewertungsschema möglicherweise ableiten. Ist aber die spannende Frage. Wer will das wieder beurteilen? Das ist wahrscheinlich einfacher zu sagen, wenn ein Tor geschossen ist und der Ball ist drin, dann ist es halt ein Tor. Das ist einfacher, und selbst da gab es schon viele Dinge, die diskutiert wurden. Schiedsrichterentscheidungen, die strittig sind. Boxwettkämpfe, wo man sagt, da war Schieberei im Spiel, selbst wenn einer K.O. gehauen wurde. Man weiß es nicht. Nicht? Also wer will das beurteilen? Das ist die große Frage. Und ich meine, sehen wir es doch mal anders, diese Freiheit, Diese Glückseligkeit, die daran liegt, zu sagen, eigentlich kann tatsächlich jeder Künstler sein, von der Hausfrau bis zum studierten, Biennale dekorierten, was weiß ich, in Museen ausgestellten Künstler. Da sind ja die Leute, die vielleicht irgendwo auch, sagen wir mal, entdeckt wurden. Was ist denn mit all denen, die vielleicht auch großartig sind,
aber die nie irgendwo nach oben gespült werden in diesem ganzen Meer von viel. Ja, weil das Gremium der Bevölkerung, die das betrachtet, bestimmt. Ja, der Markt entscheidet. Er mag zumindest, wenn es ums Verkaufen genau geht. Genau, so ist es. Aber es geht ja auch um die Wahrnehmung. Geht es immer ums Geld? Geht es immer darum, dass ich etwas verkaufe und bin ich ein toller Künstler, wenn ich hohe Preise kriege? In der Gesellschaft. In der Gesellschaft, ja. So, natürlich. Ist das so? Ja. Aber das Problem ist natürlich. Ich meine, ich bin dafür. Ich bin ein absolut bekennender Kapitalist, das ist keine Frage. Und ich finde es toll, wenn Künstler viel Geld kriegen. Man bin selber einer, ne? Ist ja super, ja. Aber nur passiert das in den seltensten Fällen, dass Künstler von ihren durch ihre Arbeiten leben können. Und ich denke, dass ja gut, das meiste Geld verdienen natürlich die Investoren, also diejenigen, die günstig Kunst einkaufen. So wenn sie erst mal so weit kommen. Und dann bringen die Preise nach oben, dann verdienen natürlich die Sammler beim Weiterverkauf. Das heißt, im Normalfall ja gar nicht mal der sogenannte Künstler, ob er berechtigt oder unberechtigt so bezeichnet wird, aber der, der es hergestellt hat. Der kriegt maximal, also nach deutschem Recht, dann 5% vom Zugewinn. Ne? Also der Löwenanteil des Gewinns liegt ja immer bei dem Investor. Deswegen sage ich natürlich auch ganz klar, klar, es ist das beste Investment, was es heutzutage gibt in Zeiten der Finanzkrise, logisch. Ne? Also, liebe Leute, kauft Kunst, klar. Aber wie sieht das jetzt wieder für den Künstler selber aus? Nicht? Was bleibt dem? Aber der das vielleicht billig abgibt an die Galerie, der wird dann durchgehandelt, der wird gehypt, irgendwann ist er groß. Klar, irgendwann kriegt er vielleicht auch große Summen für dann neue Werke. Aber die alten verdienen tut der frühe Investor. Ja, das ist eine ganz andere Stufe. Ne? Ich denke mal, wir reden jetzt über etwas völlig Neues. Kommen wir zurück. Ist die Dame nun eine Künstlerin, ja oder nein? Sie sagt, sie sei keine Künstlerin. Ich sage, sie ist eine Künstlerin. Genauso wie du oder ein Künstler bist. Jetzt, du benutzt deine Worte und versuchst irgendwie etwas in die Köpfe anderer zu implantieren. Und das ist auch ein künstlerischer Prozess. Es ist auch ein künstlerischer Prozess, wenn man ganz einfach nur eine Bewegung macht. Das kann ein künstlerischer Prozess sein. Denk mal, Living Sculptures, Gilbert und George, ja, die damit begonnen haben, einfach nur rumzustehen in der Galerie. Die haben sie einfach Beispiel. Auf den Sockel gestellt und haben einfach rumgestanden. Mhm. So, sind damit natürlich weltberühmt geworden, ja, im Strich. Aber warum? Weil natürlich, dass sie das gemacht haben zu einer Zeit, wo diese Schwulenproblematik sehr groß war und Schwulsein stand unter Strafe. Ja, und da haben sie sich zu ihrer eigenen Homosexualität bekannt und sind damit natürlich, dann haben sie Milestones gesetzt im Denken der Menschen und haben dieses Denken eben auch umorientiert sozusagen, haben dabei getragen. Und somit haben sie sich natürlich die Spuren verdient. Ne? Und ich würde gerne ganz einfach bei der Malerei und der Bildhauerei bleiben, ja. Weil das ist mir ja, ja. Ein anderes Thema. Es gibt ja auch Hartz-IV-Empfänger, die auch Lebenskünstler sind, wenn sie mit dem Geld auskommen müssen. Aber die Form ja, von Kunst meinte ich jetzt eigentlich hier nicht. Ja, klar. Nein, aber Jill und George haben natürlich dann im Weiteren, machen sie ja bildende Kunst. Also sie machen Bilder in Malerei oder Fotografie-Malerei kombiniert. Heute viel mit dem Computerbereich, sie haben sich mal weiterentwickelt. Und damit sind sie sehr erfolgreich, werden im sechsstelligen Bereich und mehr gehandelt. Von daher sehr gut. Ja, aber deswegen muss es für mich kein Künstler sein. Ich entscheide ja selber, ob das für mich ein Künstler ist. Und da so möchte ich, dass jeder für sich entscheiden kann, ob du oder du ein Künstler ist. Ja gut, jetzt bin ich der Redakteur vom Wochenblatt und schreibe über deine Ausstellung und schreibe rein. Für mich ist es eine Künstlerin, die ausstellt. Ja, wenn ich aber sage, ich bin keine, ich möchte das so nicht benannt werden, das ist doch mein Recht. Ja, klar. Und so denke ich, müsste jeder für sich sagen dürfen, ich bin Künstler oder ich bin nicht. Ich bin einfach ein Hobbykünstler, ich mag gerne Bildhauern. Hobbykünstler, also doch Künstler. Ja, von mir nicht aus dann Hobby. Amateur. Ja, dann von mir aus Hobbykünstler. Aber eigentlich bin ich Zeichnerin und Bildhauerin. Auch in der Freizeit nur. Okay, wie stehen wir denn zu der Unterscheidung von Bildhauer, Maler oder Zeichner? Handwerker, okay. Es gibt ja auch den Begriff Kunsthandwerker. Ne? Mhm. So, und jetzt, wo ist jetzt der Sprung zur Kunst? Ja, also wenn du sagst, der Markt entscheidet das, ist es von mir aus der Markt. Aber für mich, ich entscheide das selbst, was für mich Kunst ist. Ja, klar. Oder wer ein Künstler ist. Wenn er zum Beispiel wie Beuys, um den nochmal zu benennen, ein so allumfassendes Wissen hat wie dieser Mann, der ist hochgebildet, der war alles, der war Schamane, Priester, der war Professor, der war wirklich ein hochgebildeter Mensch. Auch wenn ich seine Kunst nicht mag, da stehe ich zu, das ist nicht mein Ding, sage ich trotzdem, ist es ein Künstler, weil der eine Bildung hat, die
auch weitergeben konnte. Und er hat eine eigene private Kunstakademie gehabt, weil er aus seiner ein bisschen rauskatapultiert wurde und hat die Leute gelehrt und unterrichtet. Und das vermisse ich bei den meisten. Wenn ich mir die Bilder von einigen bestimmten, die ich mir so gerade im Kopf habe, ich sage mal immer die Hausfrau, die wird mich wahrscheinlich köpfen, wenn sie das sieht hier. Aber die, dann ist es nichts, dann ist es platt, da ist keine Perspektive, da ist nichts, was gelernt worden ist. Und das vermisse ich an vielen Dingen. Wenn du, Wolfgang, das studiert hast, du hast dafür gearbeitet, du hast dafür Geld ausgegeben und gehst in die Welt und machst deine wunderschönen Bilder, die ich sehr verehre. Leider hast du heute keins mitgebracht, das vermisse ich ein bisschen. Wie geht es dir denn damit, dass jeder heute sich Künstler nennen kann? Ich habe auch so meine Probleme damit. Es ist so, dass es ist so schwierig, die Linie zu ziehen zwischen dem, wie der draußen der Markt oder der Betrachter die Arbeiten wertet und wie der Macher, sage ich mal, der Macher von irgendwelcher künstlerischen Arbeiten, bin schon wieder bei der Kunst, wie er selber sieht. Das ist, ich glaube, die Position, die du einnimmst, die ist durchaus gerechtfertigt, weil auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es auch irgendwie einen Begriff dafür, was du tust. Und das, was du dort machst, hat nichts, ist keine Hausfrauenarbeit. Das ist keine, ich sag mal, keine Speise, die du zusammengerührt hast oder irgendwie deine Kinder, die du gepflegt hast oder ähnliches. Das sind konkret, sind das Bilder. Du hast deine Gedanken zu Papier gebracht oder auf die Leinwand gebracht. Und sowohl jetzt malerisch, zeichnerisch als auch im Text. Und da muss ich wieder sagen, als der sich selbst nicht als Künstler bezeichnet, du bist eine Künstlerin. Guck mal, du bist einer für mich und ich bin einer. Das ist doch einfach geklärt. Jeder kann das selbst entscheiden. Ja, aber in dem Fall sagst du wieder, wenn Wolfgang sagt, du bist für ihn eine Künstlerin, dann sei es okay. Wenn darf er so der Wochenblattredakteur sagt, das heißt, es gibt natürlich auch viele andere Zeitungen, die es gegebenenfalls schreiben, dann sei es nicht okay. Ja, der Wochenblattredakteur hat keine Kunst studiert, weiß wenig darüber und Wolfgang hat ja, das. Ja, aber er schreibt ja für das Umfeld derer Menschen, die da gegebenenfalls in diese Ausstellung gehen, die das also lesen und sagen, Mensch, da gehen wir mal vorbei, das ist doch spannend und interessant. Die Frage ist ja einfach, diese Freiheit der Kunst. Ja. Ja, dass jeder eigentlich, anders als meinetwegen beim Arztberuf, ich kann nicht einfach mal Herzen transplantieren. Ne? Wenn ich das mache, kriege ich eine Menge Ärger, wenn ich nicht die Qualifikation dafür habe. Ich kann aber natürlich mich hinsetzen und ein Bild malen. Oder ich kann irgendwas formen oder behauen, einen Stein behauen oder was auch immer. Da gibt es keine strafrechtliche Geschichte. Das heißt, diese unglaubliche Freiheit, die ein Künstler hat, dass er sagen kann, also für mich wahrscheinlich der Beruf, der, ich wüsste im Moment keinen anderen, der so frei ist. Der sagen kann, ich gehe um die Welt, ich kann überall, was immer tun. Ich kann Fotokunst machen, ich kann malen, was ich sehe, ich kann Materialien nehmen, in irgendeiner Form zu einer Collage zusammenführen. Und wenn es, ich kann Müll von der Straße nehmen, ja, oder ich kann mit Sand arbeiten, mit Fundstücken, die ich irgendwie in der Natur finde. Ja. Ich kann auch die Natur für mich arbeiten lassen. Ich kann ein Stück Eisen in die Natur legen und verwittern lassen. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich denke an die Piss-Paintings von Andy Warhol, ja, der einfach eine Kupferplatte genommen hat und da drauf gepinkelt hat. Ich konnte es nicht glauben, als ich es gelesen habe. Ich habe es selbst ausprobiert. Und es funktioniert. Geil. Ja. Das ist mir eine Hausfrau, die ihr Wasser nicht halten konnte. Ja. Ja, und ich meine, das ist eine tolle Geschichte. Ich mache ja dieses Cosmic Flowing Painting, also sowas hier, was hier bei mir drauf zu sehen ist. Und das entsteht ja, sagen wir mal, mithilfe der Natur. Ja, also das hat was mit kosmischen Einflüssen, das hat was mit Energieflüssen zu tun, das hat was mit Wasser zu tun, mit Eisbergwasser in meinem Fall, ganz, ganz reines Wasser, Millionen Jahre alt, wird nur aufgetaut in dem Moment, wo ich es brauche. Also, da hat jeder doch so seine Vorgehensweise. Ja, und diese Freiheit zu haben, jetzt muss ich ganz klar sagen, ja, Cosmo hat studiert, Cosmo hat auch promoviert, aber Cosmo hat nicht Kunst studiert. So, jetzt ist Cosmo vielleicht nicht ganz doof. Könnte man sagen, ja, der hat ja auch ein gewisses Minimum an Bildung eventuell. Ist Cosmo jetzt ein Künstler oder nicht? Das ist halt die Frage. Dieselbe Frage stellt sich aber für jeden anderen. Also ich glaube, man muss nicht studiert haben. Vielleicht mal, ich glaube auch, man muss nicht mal schlau sein. Ja.
sondern es gibt auch vielleicht ganz Tumpe, die irgendwie, und sei es intuitiv, und das ist nämlich ein wichtiger Aspekt, dieses Intuitive. Ich muss ja nicht mich hinsetzen und muss sagen, jetzt will ich irgendwie eine Absicht. Was ist denn mit denen, die es erlaufen lassen? Ja, wir haben in der Psychiatrie Leute malen lassen und das waren wunderbare Künstler. Zum Beispiel. Das ist also nicht meine Meinung. Ganz gar nicht. Ich würde jetzt gerne mal den Oscar Wilde zitieren. Das ist ein wunderbarer Spruch. Die Kunst ist das einzig Ernsthafte auf der Welt. Und der Künstler ist der einzige Mensch, der nie ernsthaft ist. Ja. Und ich finde, daran steckt sehr viel. Weil es ist, wir versuchen etwas zu ergründen und es ist nicht zu ergründen. Es ja, ist nicht ist fest, so, man kann es nicht festmachen. Das ist ja eigentlich du fast, für dich, fast für dich selbst, welche Meinung richtig. Du dazu hast. Nur absolut. Du. Mhm. Es wäre fast ein wunderbares Schlusswort, wenn ein Schluss wäre, ist aber noch nicht. Denn was wir nochmal machen können, ist ja einfach hier mal schauen, was du eigentlich so mitgebracht hast. Nicht? Um auch mal zu sagen, wenn jemand sagt, ich bin kein Künstler, da könnte man jetzt mutmaßen, dass dir das alles so peinlich ist, was du da machst, dass alles so scheiße ist auf gut Deutsch, dass du deswegen sagst, ich bin keine Künstlerin. Da muss ich aber sagen, und da bin ich auch sehr massiv, so ist es nicht. Aber gut, denn das, was wir aber hier gut sehen, erkannt hast du mich. Ich bin nie zufrieden mit meinen Arbeiten. Das ist eine andere Sache. Das habe ich heute schon mal von jemandem gehört. Das ist eine andere Sache. Die Frage des Perfektionistischen in der Kunst, das ist sozusagen, müssen wir schon wieder eine neue Sendung machen. Ja, wir müssen eine ganze Reihe machen, in der, ich finde das wahnsinnig toll, die Diskussion. Immer noch was auszusetzen, ja. Also nie perfekt. Da sitzt noch einer, der genauso drauf ist. Ja, und ich bin einer, der eigentlich ganz anders drauf ist. Weil ich auch lockerer und leichter und unbekümmerter durchgehe und sehr, sehr produktiv bin und einfach letztendlich die Natur auf, oder im Einklang mit der Natur arbeiten lasse. Und ich akzeptiere, was passiert. Ja, auch bei so einem Ding hier, was ich anhabe, ja. Ich akzeptiere das, was passiert. Und ich schmeiße auch nichts weg und sage auch nicht, irgendwas ist missraten. Missraten gibt es bei mir nicht. Weil alles ist schlecht, durch diese positiven schlecht, Energien ist das passiert. Und damit ist es bereits gut und man richtig. Muss sich auch trennen ja? können von aber Sachen. In deinem Fall, du machst ja Dinge und das, was wir hier so sehen, auch hier diese Bilder, tolle Zeichnungen. Wenn die Kamera da einfach mal rüberfährt, dann werden wir das so den Zuschauern zeigen können. Da drüben hängen Gedichte. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, 30 Jahre sind die alt. Ja. Das heißt, du hast Gedichte gemacht vor 30 Jahren. Ja. Dann hast du sie illustriert. Eigentlich gleich, aber anders. Ich hatte jetzt vorher anders. Schon mal mit Seidencollagen gearbeitet und muss eine kleine, ganz kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe von Paul Flora, ein guter Künstler aus Österreich, die Federn vererbt bekommen und habe mich aufgerufen gefühlt, mit diesen Federn zu arbeiten. Okay. Weil er ein wunderbarer Zeichner ist, den ich sehr verehre. Also seine Zeichnung auch und den Mann auch. Der ist leider verstorben, aber ich bin mit seiner Frau immer noch gut zusammen. Und habe mich aufgemacht und habe diese Zeichnungen zunächst gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr, etwas abzumalen. Das waren ja Schuhe, die ich abgemalt habe oder Kataloge. Ich möchte jetzt meine eigenen Dinge machen. Mit den Schuhen, ne? Oder ja, die Hausfrau mit den Schuhen. Dann habe ich gesagt, Lilo Schmidt-Wiedenroth, ich gehöre ja zu der Art Special-Gemeinschaft. Ja. Ist jetzt in diesem Jahr noch zweimal bei uns im die November wird hier auch und Dezember. Noch kommen, genau. Ja. Sie war aber schon im letzten Jahr einmal bei dir. Ja, die ist omnipräsent, ja. Aber nicht nur und bei mir, der, sondern bei der lerne ich und studiere ich, aber eben alles auf Hobbyebene. Okay. Und zu ihr habe ich gesagt, ich möchte jetzt gerne meine eigenen Sachen machen und nichts mehr abmalen. Alles, was aus meinem Bauch, aus dem Inneren kommt. Und ich habe meine ganzen Gedichte noch und kann ich die noch nicht mal neu illustrieren? Ja, sagt sie, mach mal. Jetzt allerdings ist sie schon gesagt, hast du nicht mal Lust zu was anderem? Und dann sind einige davon hängen hier. Wobei du das eigentlich gar nicht fragen müsstest, ob du das machen kannst, denn das entscheidest du ja. Das entscheide diese Freiheit ich natürlich. Hast du als ja. Aber Künstlerin ich hatte, oder Nicht-Künstlerin. Ich brauche immer Beratung. Naja. So frei Künstlerin ja, ist das bin so? Ich ja nicht. Ist das so? Warum? Brauchst du die Bestätigung? Ja, ich brauche Traust Bestätigung. Du dir selber nicht zu, nee. Ganz klar zu entscheiden? Ja, das mache ich schon im Geheimen auch. Mein Mann würde sagen, das macht sie immer, aber in der Malerei nicht so. Da brauche ich schon immer mal einen kleinen Hinweis, deswegen gehe ich da auch gerne hin. Ja, ist ja auch eine tolle Sache, sich auszutauschen, ohne Frage. Nicht? Aber ich denke, letztendlich darf man, auch das gehört zur Freiheit, machen, das was man will. Ist auch bei Lilo eigentlich, völlig, was man will. Völlig in und Ordnung. Wenn jemand kommt und sagt, hör mal, was du da machst, ist irgendwie doof und geht so nicht und muss man anders machen, ja, dann sage ich, ja, also, das, mir das hält doch keiner rein. Ich bin doch der entscheidet innerhalb meines kleinen Kosmos, ne, kleines Wortspiel. Aber so ist es doch. Ja. Ne? Also insoweit, das ist doch eigentlich dieses Tolle, was wir unter diesem, wie auch immer, inflationierten Begriff Künstler. Jeder ist ein Künstler, ich würde tatsächlich sagen, wahrscheinlich wirklich jeder in seinem eigenen jedes Leben. Kind.
Und ja, ist ja auch so. In jedem Kind, in jedem Alter, in jedem Geisteszustand, in jedem auch körperlichen Zustand. Blinde. Ich will eine Sendung über Blinde machen. Ich habe vorhin gehört, hier, Lido Schmidt-Wiedenroth, die ist irgendwie, hat Blinde betreut. Ja. Und zwar Blinde, die auch gemalt haben. Da habe ich gesagt, muss unbedingt, die muss schon wiederkommen. Also das ist ja furchtbar. Das ist ja hier die Lido Schmidt-Wiedenroth-Show und nicht mehr die Kosmodimon-Sendung. Ja? Macht nichts. Wenn man interessante Themen hat, dann kann das ewig so weitergehen. Weil darum geht es ja. Es geht ja einfach um Themen und es geht um Inhalte. Kostet ein kleines Spielchen. Sag du mir doch mal, wer das gemalt hat. Ein Künstler oder ein Affe? Auf den allerletzten. Ja? Wer jetzt? Das oberste Bild oder alles? Alle. Sag, Künstler, kann man, Affe. Kann man eigentlich nicht sagen, aber kann sowohl als auch. Kann sowohl als auch. Weil ich muss auch mal die Kamera halten, weil sonst weiß ja keiner, Affe, was das ist. Wer geraten? Ich sage jetzt einfach mal wahrscheinlich Künstler. Dann sage ich hier bei Nummer 2, wenn es die Kamera dann einfangen kann. Also das könnte der Affe sein, weil einfach einfachere Punkte drauf sind. Kann aber auch umgekehrt sein. Ich sage nur mal, es gibt Leute, die malen nur bunte Quadrate. Ist alles richtig? Das könnte wieder der Affe sein. Und ich hoffe, die Kamera hat das alles hier jeweils. Ja. Da muss ich ja selber noch mal gucken. Das könnte der Künstler sein, könnte aber auch der Affe sein, aber trotzdem könnte es ein Künstler sein. Ist der Künstler? Und, oha, ja, da wird es wieder affig. Und, ja, das hier wahrscheinlich so rum, nicht? Mhm. Man weiß auch nicht, wie rum es so, also es ist ja, schwierig. Ja, das weiß man nie bei den Mutter. Könnte wieder der Künstler sein, könnte okay. Wieder der Künstler sein. 100%. 100%, na Mensch, also, das war nicht abgesprochen, das war kein Fake, ihr Lieben. Ne? Ihr müsst mir das glauben, war das gefaked? Nein, es war. Ich habe keine Ahnung, das heißt, also die Ahnung habe, sieht man schon. Cosmo ist nicht ganz so doof, wie man denkt. Aber was soll man sagen, das war es eigentlich schon. Ich danke für ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank an unseren Kunstsachsperten. Spooky Jordan aus Hamburg Harvesterhude. Nicht Pöselhof, das habe ich gelernt. Okay. Der Mittelweg ist die Mitte des Weges. Da. So, und dann natürlich unsere liebe Tulli Stolzenbach. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und an unsere Zuschauer gewandt kann ich sagen, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, mein Name ist Stefan Raab. Beschwerden bitte an Pro7 in Köln, das kommt prima an. Wenn es Ihnen gefallen hat, mein Name ist Cosmo Dumont. Lobpreisungen und Fangeschenke bitte an Tide TV in Hamburg. Das kommt auch prima an. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wirklich schon so spät? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Ja, das nächste Mal am dritten Montag wieder um 21 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle. Dann mit Eva Helena Dulitsch, der Entdeckung des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts in dieser Freien und Hansestadt. Ich freue mich, wenn Sie einschalten. Bis dahin wünsche ich in der wahrscheinlich fernsehfreien Zeit, weil so viel Gutes läuft ja nicht im Fernsehen, alles Gute und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Also, einschalten. 20. Oktober 2014, 21 Uhr, Tide TV. Eva Helena Dulitsch bei Cosmo Dumont in der TV-Show Was Kunst Du. Adios und Goodbye.